Montageschema Zirkulationsanlagen. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie eine Zirkulationsanlage fachgerecht installiert wird. Die Anlage sollte in einem frostsicheren Raum installiert werden und idealerweise über einen Bypass verfügen, um bei Arbeiten an der Anlage nicht das Wasser aus der gesamten Rohrleitung laufen lassen zu müssen. Ich fange unten beim Wasserzulauf an. Als erstes kommt ein Absperrventil, ein Wasserfilter, das Rückschlagventil, gefolgt von einem Druckminderer. Auf Position 5 befindet sich das T-Stück für den Rücklauf. Auf Position 6 und 7 werden weitere Absperrventile für die Zirkulationsanlage als auch für den Bypass installiert. Nummer 8 ist ein Ablasshahn. Zum Schluss haben wir noch das Entlüftungsventil, das immer an der höchsten Stelle der Rohrleitung angebracht werden muss, und das Überdruckventil mit einem Wasserauslass. Die Funktionsweise ist wie folgt: Das Wasser fließt von unten durch die Zirkulationsanlage zu den Tränken und wieder zurück. Wenn Sie jetzt Arbeiten an der Anlage vornehmen möchten, schließen Sie einfach die beiden Absperrventile der Zirkulationsanlage Nummer 6 und öffnen die Absperrventile Nummer 7 des Bypasses. Im Stallbereich gibt es folgende zwei Möglichkeiten. Entweder Sie integrieren die Tränken in die Ringleitung oder Sie lassen das Wasser in der oberen Leitung zirkulieren und beheizen die Stichleitung mit einem Rohrbegleitheizkabel. Falls Sie weitere Fragen zum Aufbau und zur Installation unserer Zirkulationsanlagen haben, können Sie uns gerne unter der Mailadresse vertrieb@lister.de kontaktieren.